Und willkommen zurück zu Fable Dome. Ich habe mich jetzt darum gekümmert, dass das Haus hier gebaut wird und hier gerade unser Straßentheater hinkommt. Habe hier hinter noch ein paar Tannen platziert. Ich würde sagen, jetzt sollte das vielleicht dann auch wirken. Ja, hier wollen schon wieder Neuankömmlinge. Ich weiß die jetzt mal direkt ab. Ich kann die eh nicht mehr tragen gerade. Hier muss auch noch einer arbeiten. Na gut. So, das sieht auch ganz geil aus. So, haben wir das geschafft? Ja, perfekt. Ich habe das jetzt mal eingeklappt. Während der Zeit. Einfach mal ein bisschen schöneren Blick auf die ganzen Sachen zu haben. Ich habe hier sonst ein mega großes ausgeklapptes Fenster. So, und jetzt mit dem wollte ich jetzt mal losgehen und hier hin zu den Ruinen gehen. So, das soll er sich mal angucken, der Typ. Lalala. Alter, ist der groß. Was fällt mir jetzt das auf? Du bist riesig. Der ist doppelt so groß wie alle anderen. Das ist voll der Hagrid. Können wir die umbenennen? Fergus? Das ist ein Fergus, Junge. Ups. Ich möchte den umbenennen. Ich möchte den Markus soll ich schon sagen. Hagrid nennen, Alter. Fergus ist ein bisschen wie mein Name. Was ist das denn? Ich bin nicht so ein Redhead. Ruinen entdeckt. Während er durch die Ruinen streift, entdeckt der Held viele Relikte der Vergangenheit. Unterwäsche, was? Die vielleicht von einem mächtigen Zauberer getragen wurde. Oder dieser Teekessel mit Blumenmuster. Darin wurde sicher uralte Tränke gebrüht. Genau betrachten könnte das aber auch einfach ganz normale Gegenstände sein. Die Schemata sehen allerdings nützlich aus. Blumenruhens Ruhezone. Blumenbeete umgeben von Holzbänken. Wie geil. Das haben wir jetzt bekommen dadurch. Und jetzt... Oh, das Ding kommt weg. Wir haben Platz, Leute. Platz. Ist ja mega. Kohlemeiler. Kohle schaffen wir genug. Generell machen wir ganz gut Kram. Aber wir haben schon wieder Herbst. Wann ist das passiert? Letzte Folge irgendwie geführt. Das ganze Jahr ging so schnell um. Das ist echt übel, wie schnell so ein Jahr hier umgeht mittlerweile. Ich meine, okay, wir haben auch in zwei Folgen ein Jahr geschafft. Wir schaffen eigentlich mindestens alle zwei Folgen ein Jahr. Es geht schon recht fix. So, aber dann haben wir mehr haben wir jetzt hier nicht. Das ist jetzt ein Krieger, der kann mit meiner Stadt verteidigen. Das ist meine einzige Einheit, Junge. Ja, geh einfach mal jeder hier hin. Solange wir noch am Ressourcensammeln sind, Bretter und so, ja. Wir hätten eigentlich genug Kapazität vielleicht, um noch ein Sägewerk zu bauen, fällt mir gerade auf. Wir haben echt genug Holz. Und dann einfach hier nochmal ein Sägewerk mehr hinklatschen, sehe ich wohl. Und wenn wirklich das Holz neigen gehen sollte, können wir immer noch eine Holzfällerhütte mehr machen. 85 Leute brauchen wir dafür. Ja, egal. Das werden wir erst erreichen, wenn wir wirklich die Stadt hier hinten auch bauen. Mal gucken. Stadthaus. Aber das, wie gesagt, das braucht so viele Ressourcen. Können wir einfach gar nicht stemmen. Okay. So, das hier muss jetzt erstmal gebaut werden. Vorspulen. Leute arbeiten lassen. Dann kriegen wir noch ein Sägewerk mehr und können das zumindest ein bisschen beschleunigen. Das mit dem Typen hier, ja, das ist halt so, ne? Das jetzt noch zu beschleunigen, weiß ich jetzt noch nicht so recht. Alle 20 Sekunden ein Ding. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Tag geht. Der ist bestimmt länger, schneller als 20 Sekunden um, oder? Wenn ich auf dieser Geschwindigkeit bin. Obwohl, das ist ja auch eher die Geschwindigkeit in 20 Sekunden. So ist er ja schneller. So, jetzt hier. Mach mal schneller, Leute. Zack, zack. Hier ist richtig heftig. Das ganze Lager ist eigentlich schon voll, oder? Ja, und geht eigentlich noch. Und hier haben wir auch nochmal so viel. Das ist schon heftig. Ah, hier ist schon wieder die neuen Typen. Es tut mir leid, Leute. Das ist echt scheiße, ne? Ich glaube, das wäre in so einem PvP-Spiel, wäre das jetzt mein Ruin, dadurch, dass ich Leute abweise und das nicht mitnehmen kann. Gut, dass das kein PvP ist. Momentchen mal. Wie kriege ich hier alle Typen rein? Okay, das ist interessant. Wie teuer ist sowas? 5 Stein. Das verzögert das nur wieder, ne? Ich mache jetzt aber mal da sowas hin. Und hier wollen wir auch eine Straße haben. Und die da hinten muss ja auch noch komplett weg, ne? Ich weiß gar nicht, wie weit die gingen, aber die ziehen wir jetzt nochmal neu. Hier können wir nochmal so einen Block hinmachen. Obwohl, warte mal, der Block wird auf jeden Fall kleiner, ne?
Scheiße, dann brauchst du ja hier auch nochmal eine Straße. Ah, das habe ich mir nicht überlegt. Das habe ich mir nicht gut überlegt, Leute. Mit der Mauer. Das ist schlecht. Oh oh. Ich habe das hier auch viel zu breit dann. Ach, warte mal, das haben wir ja noch gar nicht gebaut. Wir machen das doch nochmal anders. Ja, ist jetzt doof. Alles schon letzte Folge gehabt. Aber das macht mehr Sinn, wenn wir das so machen. Und so. Oder wer? So eher das Ding. Das wäre natürlich auch eine Alternative. Komplett können wir es nicht machen. Aber da müsste diese Straße ja auch komplett anders sein. Oder geht das sogar so? Das wäre ja auch interessant. Wenn wir so eine Straße da reinlassen. Ja, genau so. Und dann... Ja, wir müssen erstmal ein komplettes Ding machen. Hallo? Gebiet kann nicht vor Wohnungseigentum. Ach so, okay, das geht nicht, dieses Muster. Na gut, man muss mal jetzt mal ausprobieren, ne? So eine U-Form hier rauszumachen. Geht leider nicht. Die Leute müssen leider immer wieder weiter weg. Weltereignis. Farbelinge nöten. Schon wieder sowas. Entscheidung. Ja, das ist schon wieder das gleiche, was wir letzte Folge hatten. Das brauche ich nicht nochmal vorlesen. Wir würden 75 Münzen ausgeben. Ich muss jetzt ablehnen. Das ist scheiße, ne? Aber geht halt nicht anders. Tut mir leid. Ich hoffe, mein Ruf sinkt jetzt nicht irgendwie dadurch. Ich wollte das immer alles schaffen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Also. Entweder machen wir das jetzt so. Dass das jetzt so wird. Ich glaube, das ist auch eine bessere Idee. Ich finde das eigentlich, diese Größe finde ich einfach toll. Deswegen, ich würde das schon ganz gerne so haben. Wir machen das so. Das ist jetzt so ein Laden, aber der zeigt jetzt so hin. Der kann hier so reinkommen. Ein bisschen was im Laden einkaufen. Hier hinten ist hier da, an diesem Fenster. Da guckt dann die Mutter raus und ruft Frederico. Und dann muss der Junge nach Hause, weil es... Ich weiß gar nicht, gab es da Pasta oder Pizza oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. In dieser Werbung. Und dann muss er nach Hause und gibt's Essen. Das ist die Taverne. Nee, das ist die Bäckerei. Der darf schon arbeiten. So, jetzt müssen wir aber dafür diese Straße hier wegmachen. Und die Straße hier neu ziehen. Die gab es sogar eigentlich bis hier hinten durch. Dann machen wir das hier weg. Und das hier kann ruhig bleiben. Das ist ja die Straße nach der Mauer. Also ich hoffe mal, die Mauer ist nur ein Groß. Wenn das jetzt nicht nachher ein Groß ist, die Mauer, dann kotze ich. Dann kotze ich aber richtig. Da bin ich mad. Oh, nee, warte mal. Mauer, hä? Mauerstein gibt's, aber Mauerholz noch nicht. Interessant. Okay. So, wie viel brauchen wir jetzt? Brauchen wir 95 und 85. Ist das irgendwie größer geworden? Mein Gott. Super viel umgedeichselt. Aber ich glaube, so macht es jetzt Sinn. Aber was nicht Sinn macht, obwohl das können wir ja ein bisschen... Ist ja nicht so schlecht. Das finde ich gar nicht so schlecht hier. Hier ist das wohl hier ein bisschen versetzt. Aber das bringt so ein bisschen Stadt, ein bisschen mehr, nicht so eine Symmetrie in die Stadt. Das hätte ich schon fast vielleicht gemacht. Aber das finde ich ja so toll hier dran, dass es hier auch nicht symmetrisch ist. Sondern irgendwie. Was ist das eigentlich? Ist das hier... Ist das, soll das so? Der Brunnen ist überhaupt nicht in der Mitte von dem Ganzen. Naja, so viel zur Symmetrie, ne? Ja, hier abweisen. Schau, ich habe keinen Platz, Leute. Bin hier froh, wenn hier weitergeht. Sägewerk braucht noch einen Typen. Ich habe es schon wieder vergessen. Sägesteinmetz. Ja, ich glaube, ich muss jetzt einfach mal abwarten. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ein neues Event, ein Weltereignis, wieder der reisende Händler mit 21% Rabatt. Wir könnten wieder ein paar Bretter eintauschen gegen Ziegelsteine. Ich glaube, es ist immer noch gut, das zu tun.
Obwohl, wir könnten jetzt vielleicht auch Edelmut mal einsetzen. Dann verschwenden wir nicht mehr Bretter. Gegen diese ganzen Dinger hier. Bretter kriegen wir echt schneller als Ziegelsteine mittlerweile. Lass mal hier richtig investieren. Jetzt setzen wir 10 Edelmut ein und machen das mal so. Achso, nee, nicht abbrechen. Das kann hier ruhig hin. Und dann warten wir zumindest jetzt noch, bis wir ja die nötige Anzahl an Brettern haben, würde ich sagen. 95 sind das nämlich an der Zahl, also let's go. Momentchen mal, was ist denn das da? Wir haben doppelt Kürbis angebaut und zweimal Weizen. War das der Plan? So viel Gemüse anzupflanzen? Aber wir brauchen auch wohl Gemüse, ne? Jetzt nach dem Winter. Krass, ja okay, ich glaube, das war wirklich der Plan. Das hat mich jetzt nur ein bisschen verwirrt. Aber das Holz, das kommt einfach nicht zusammen, ne? Also dafür, dass er echt schnell arbeitet. Aber was ich mir gedacht habe, vielleicht können wir auch schon mal anfangen mit dem Gebäude. Ich habe immer noch mal diese kleinen Mikrohänger. Das ist ganz komisch. Wir fangen einfach mal an. 700, ey, heftig. Ich baue das mal. Ja, Besucher abweisen. Kann ich eh nicht. Aber die können ja schon mal anfangen, die Sachen hier hinzubringen. Oder bauen die sogar einzelne Gebäude. Das wäre natürlich perfekt, ne? Da könnten wir ja schon mal ein paar Leute reinholen. Bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, wie das jetzt so läuft. Ja, okay. Das sieht sehr, sehr gut aus. Alles wird gebaut und es scheint schon einzelne Gebäude zu sein. Wohnungseigentümverwaltung. Die Wohnungseigentumsverwaltung ist der Mittelpunkt der nächsten Wohnungsstufe, dem Stadthaus. Hier leben die Bürger. Stadthäuser benötigen einen Verwalter des Wohnungseigentums, damit alles glatt läuft. Okay, das ist sozusagen der Chef dieses Bezirks oder sowas in der Richtung, der alle anderen Häuser so ein bisschen irgendwie anleitet. So ein bisschen der Vermieter gefühlt. Der Verwalter des Wohnungseigentums kümmert sich darum, dass die Lebensmittelvorräte der Stadthäuser gefüllt und alle anderen Ressourcen, die Farbelinge glücklich machen, vorhanden sind. Okay. Keine verfügbaren Farbelinge. Ja, wir haben noch keine Bürger, aber wir könnten nächstes Mal, wenn Leute kommen, 3 Tage, können wir das erste Mal die auch reinnehmen. Das hätte ich die ganze Zeit schon machen können, habe ich aber leider verpeilt. Eingang zum Innenhof. Was ist damit? Ist das schlecht? Oh, der Brunnen reicht ja gar nicht so weit, sehe ich gerade. Wir brauchen noch einen neuen Brunnen. Okay, wir brauchen noch einen zweiten davon. Das ist natürlich überhaupt nicht so geplant gewesen, ne? Eigentlich sollte das bis dahin reichen. Aber ich hatte das ja auch anders geplant. Ich dachte, das funktioniert anders, ne? Das ist natürlich doof jetzt. Wir könnten, ich würde sagen, hier hinten einsetzen und dann später hier hin. So ein bisschen ein Dreieck. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier setze ich mal einen hin. Und das hier machen wir. Da eins. Da eins. Dann sind die auf jeden Fall alle abgedeckt mit so einem komischen Gulli. Was brauchen die denn noch? Ein Stadttheater wäre halt cool, ne? Aber ich meine, das Stadttheater hat so eine kleine Reichweite. Ich fühle das einfach nicht. Bin ich ganz ehrlich. Puppentheater. Ist halt auch krass, ne? 20 Ruf in den Dingern besser, ist schon geil. Den geht's richtig gut. Das macht alles wieder wett, was in der Nähe ist. Hauptsache, die haben Fernseher. Ich meine, Theater. So, jetzt nehmen wir die Bürger und holen die mal rein. Die können jetzt hier richtig schön einziehen. Hier, da haben wir den. Ist das jetzt der Stadtverwalter? Oder der, das weiß ich nicht, wie heißt das hier? Stadtbezirkverwalter, keine Ahnung. Aber mir fehlt jetzt eigentlich hier so ein bisschen Deko. Was machen wir hier nachher? Machen wir hier nachher ein bisschen Deko lang? Ja, ich glaube schon. Wir machen das hier mal so. Eine Hecke kann man machen, wie geil. Ich habe vielleicht noch andere Ideen. Aber einfach erstmal so.
Boah, kann man das machen? Kann ich... Also hier... Nee, das... Hier und hier. Und kann ich jetzt hier eine Straße reinmachen? Und kann ich da dann das Wohnungseigentum reinpacken? Und dann hier so einmal lang? Wieso kann ich das nur 5x5 machen jetzt hier? Wieso geht das nicht größer? Hä? Zahle ich da schon für? Nee. Ach, derzeit im Reich ist das höchste. Oh. Ich darf nicht mehr momentan machen, deswegen. Aber es würde rein theoretisch gehen. Das reicht mir schon. Anspruchen, beanspruchen. Perfekt. Was ist das eigentlich, was wir davon für Agnes bauen sollen? Das hier. Baut eine Blumenfarm. Wo haben wir das denn? Blumenfarm. Das habe ich nirgendwo gesehen. Blumenfarm. Hier kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja nur Deko, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Aber so einen geilen Garten. Ist schon cool, oder? Ist das irgendwo hier hin zu platschen? Pavillon. Ich schon Bock drauf. Aber vielleicht das machen wir dann später nochmal. Hier erstmal so ein bisschen Deko, das reicht schon. Aber diesen Blumen, also das Ding hier, kann ich das überhaupt setzen? Öffnet das Baumenü am Rand des Bildschirms und klickt auf die Blumenfarm, um sie im Welt zu platzieren. Geh mal hier so durch. Ich weiß nicht, ob ich die beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon gesehen hatte. Da. Blumenzucht. Da ist sie. Okay, wo finde ich die denn? Mal ganz kurz nochmal durchgehen. Muss sie ja wiederfinden können. Ach, die ist bestimmt hier irgendwo hinten, ne? Hier? Nee. Aber hier ist sie nicht. Prismaflüssigkeit, okay. Aber wieso sehe ich die denn? Stufe 1, Stufe 3? Alle. Wieso sehe ich die denn hier irgendwie nicht? Wieso sehe ich die nur bei alle? Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber hey, gut. Hier ist übrigens auch dieses Ding. Das ist natürlich auch schick, ne? Das haben wir neu freigeschaltet bekommen. Sollte man auch mal irgendwie setzen. Vielleicht können wir das hier hinsetzen. Können wir vielleicht hier... Nee. Mal so bitte. Ich frage mich, ob ich da drunter eigentlich rein theoretisch auch noch Stein machen hätte können. Weil ich mache das mal so. Sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber hey. Vielleicht weht das noch. Holzbank. Das ist ja auch süß. Was ist denn mit der alten Bank passiert? Also kann ich die dann nicht mehr setzen. Nochmal die hier. Obwohl, warte mal. Wir machen das hier. Schöner. Okay. So, hier Blumenzucht. Da wollten wir hin. Hier, das ist die Holzbank. Genau, die wollte ich eigentlich hier hin haben. Mache ich das noch? Das kann man hier auch easy hinsetzen. Leider da nicht, weil da ein Eingang sozusagen ist. Aber hier könnten wir das auch hinmachen. Wollen wir das vielleicht? So ein bisschen. So ein bisschen wie da hinten. Das Teil, nur selber gemacht. Wenn wir es an den beiden Seiten zu haben. Und das ist vielleicht ein bisschen too much. Da einfach nur erstmal. Das reicht, glaube ich, schon. Hier so ein paar Kisten fände ich auch geil. Fände ich irgendwie cool, wenn wir die dahin packen. Obwohl die, ja, die sollten aber eher auf einer Straße oder so sein. Mag das nicht, wenn das da nichts ist. Schwarzes Brett. Ich ersetze alles und setze es dann wieder weg, ne? Richtig genial. Ja, wenn das mal mehr an der Wand sein würde, dann fände ich das alles cooler. Muss ich leider sagen. Die bringen immer sowas rein, aber irgendwie sowas mitten auf dem Weg zu haben, finde ich auch scheiße. So Blumenfeld, hier. Vielleicht können wir das hier vorne gleich hinklatschen. Was kriegen wir denn dafür? Beschäftigt zwei Landsmänner, arbeiten, ernten hier um Tulpen den angehörigen Feldern. Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir machen das einfach mal. Ich setze das jetzt hier irgendwie hin. Das haben die immer noch nicht, da sind noch 4 Steine drin. Das kommt ja wahrscheinlich gleich weg. Ich setze es, glaube ich, doch hier irgendwie hin. Ich setze es sogar hier hin. Bauen. So. 40 Dinger. Holy shit. Ich könnte viel größer werden.
Aber ich habe gar keinen Platz hier. Oder wollen wir diesen Weg einfach wegnehmen? Weil den brauchen wir eigentlich nicht, oder? Da kommen wir eh nicht lang. Wir da wohl eher Felder hinmachen. Hier kommt ja wohl immer noch die Mauer hin, das ist safe. Kann ich das hier mal irgendwie lagern oder... Könnt ihr das mal bitte da wegnehmen? Das ist Stein. Nimmt's doch. Zwei Besucher willkommen heißen ja gerne. Was ist das hier? Lästige Feen. Bauern haben von Schwärmen an Rotflügelfeen berichtet, die ihnen Probleme bereiten, weil sie sich auf den Feldern ausbreiten. Sie befürchten, dass wir so wichtige Nahrungsquellen verlieren. Bauerngewerkschaft. Keine Sorge, ich werde Hilfe schicken. 100 Münzen sollen wir dafür ausgeben. Das ist alles, was wir haben. Keine Sorge, Edelmut. Ja, dann lieber die Münzen. Die kriegen wir wieder rein. Der Edelmut, weiß ich noch nicht. Das sollte eher so eine Notfallsituation sein. Machen wir das. Helfen will ich auf jeden Fall. So. Noch. Mehr geht nicht. Oh, wir sind schon fast fertig. 37 und 40. Oh. Dann können wir vielleicht den Weg doch lassen. Ja, dann lassen wir den Weg doch. Dann packe ich einfach nur gleich da ein Tuppenfeld hin. Da haben wir wohl 38 von 40. Aber das ist okay. Aber dann will ich den Weg hier doch haben. Dann passt das schon. Wie gesagt, wir könnten auch den Brunnen... Nee, der will auch da bleiben. Das ist schon okay, da auf der Ecke. Sie sieht generell ganz cool aus, wie manchmal der Zaun lang geht, dann hier aber einfach nicht mehr. Ich frage mich wirklich, wie das gleich hier aussieht mit den Tulpen. So, und dann pflanzt 40 Tulpen. Oh, ist ja geil. Wir sollen 40 Tulpen pflanzen. Mann, ich werde gemobbt, Leute. Ich finde das nicht gut. Ja, dann für die Quest. Bitteschön. Haben wir. Wir können jetzt der Schwelle wieder wegreißen, wenn die Quest fertig ist. Verschenkt 100 Tulpen, okay. Nice. Oh Mann, oh Mann. Das machen wir echt nur für die Quest gerade. Bob mal hier. Achso, wir haben keine Bretter mehr. Mann, was ist mit den Brettern los? Brauchen wir noch ein Sägewerk mehr? Das kann doch nicht. Drei Sägewerke. Kostet auch zu viel. Wir haben ja gar nichts mehr einfach gerade. Oh Gott, ey. Ist das schlimm. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie lang die Folge ist, ehrlich gesagt, weil ich so viel geskippt habe. Mach die einfach ein bisschen länger. Kann ja auch mal ein bisschen was passieren. Genau, zwei Bürger noch mehr rein. Das ist der Typ. Hier hinten ist das. Kann ich eigentlich irgendwie hoch? Also man kann hier hoch irgendwie, aber... Aber ich weiß nicht wie, ehrlich gesagt. Es gibt keine Treppe so richtig hier, ne? Oder geht's da lang, rein theoretisch lang? Hier würde es lang gehen. Oh Gott, das sieht ja richtig kacke aus. Ich lasse den Weg jetzt trotzdem mal kurz da. Falls wir dieses Gebiet kaufen, können wir zumindest hier weiter. Dann können wir auch das Plateau hier oben mal nutzen. Aber das ist richtig dumm. Also es spielt sich nicht so gut jetzt hier oben. Also es ist super eng alles. Auch hier irgendwie so einen komischen Weg lang. Das sieht nicht so toll aus. Da würde niemand, auch geschweige denn, also selbst diese Steigung hochlaufen, das wäre ja schon fast ein Klettern. Aber niemals würdest du damit einen Wagen hochgehen. Hier sind Wagenspuren. Kein Wagen kommt da hoch. Wenn der leer ist, vielleicht noch. Und dann mit Seilen. Und dann oben stehen Leute und ziehen den irgendwie hoch. Okay. Aber nutzbar ist das definitiv nicht. So, noch ein Sägewerk. Wir brauchen halt noch eins. Was soll ich sagen? Geht nicht anders. Es kann so nicht weitergehen. Mann, hier will ich aber Schweine haben. Und hier ist alles kacke. Hier können wir nicht. Ich kann kein Sägewerk mehr bauen. Wir haben keinen Platz. Wir haben kein Geld, um ein neues Gebiet zu kaufen. Na gut, dann muss es wohl hier hin. Geht ja nicht anders. Vielleicht können wir das irgendwann noch umsetzen. Oder das Schweineding ist klein genug. Mal gucken. Wir haben Nährbürger. Wir haben genug Platz auf jeden Fall. Hier Priorität erstmal hier drauf. Baut mal schneller. Oh. Der Fluch der bösen Hexe schon wieder. Meine Farbelinge schaffen das zu schon.
Was war das nochmal? Die Hexe hat alle eure Farberlinge in Skelette verwandelt. Ach so, solange der Effekt anhält, wird der Hunger der Farberlinge verdoppelt. Übrige 10 Tage 10. Wir haben Sommer, wir haben genug Essen. Ist schon okay. Meine Farberlinge schaffen das schon. Keine Sorge. Das wären die Alternative gewesen. Ich habe sie gar nicht angeguckt. So, aber das haben die immer noch nicht geschafft. Ah, Blumenzucht wird wenigstens fertig gebaut. Na, zumindest eine Sache wollte ich lassen, mal schneller. Blumenzucht wurde fertig gebaut, dann können wir da schon mal zwei Skeletis einsetzen. Können die da arbeiten. Bürger, Arbeitslos steht ja aber einfach nur 7, ne? Da wissen wir jetzt nicht genau, ob das jetzt die Landsmänner oder die Bürger sind, die da arbeiten oder arbeitslos sind. Was ist das denn hier? Getreidespeicher, der ist voll. Holy shit, und der hier? Der nicht. Ja, dann bringt doch ein bisschen was darüber. Aber wir sollten trotzdem mehr noch einen Getreidespeicher mehr haben, ne? Das ist ja übel. Das ist ja krass. Da setzen wir hier hinten mal einen hin. Passt hier noch einer hin? Nicht wirklich, ne? Nur da. Ne, ich setze den da doch hier hin. Und zwei Bürger wieder dazu. So, jetzt habt ihr es bald, ne? Wo bleibt die letzte Fuhre? Hier, da kommt's an. Da ist er. Run, kleine Skeletti. Oh, da kommen sie alle entgegen. Ja, jetzt schnell bauen. Schnell hier, zack, 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 überall importen. Aber sieht echt cool aus, wie die bauen, ne? Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das echt geil aussieht. So, da kann einer arbeiten. Da können von mir aus zwei arbeiten. Da arbeiten schon zwei. Öffst. Und zumindest ein bisschen die Arbeitslosigkeit bekämpft. Sechs Arbeitslose noch. Aber ist immer gut. So einen Puffer würde ich immer gern haben. So 5, 6 Stück. Ist immer gut, weil man, wenn man hier so mal so ein paar Sachen baut, hier zum Beispiel brauchen wir 3 Leute, die arbeiten. Und zack, haben wir die. Das ist echt toll. Und hier, hey. Ist fertig, oder was? Ist ja mega. Richtig geil. Plus 71. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt viel ist oder wenig, keine Ahnung. Taverne, alle arbeiten. Wie finden die das denn? Wieso kann ich das hier nicht so richtig sehen? Ist das nicht das Hauptgebäude? Darauf sehe ich es nicht. Ich sehe es nur hier. Okay. Ach so, weil das einzelne Gebäude sind. Wir müssen das immer nachgucken. Geschlossen hat keinen Effekt. Stadtladen. Geschlossen. Stadtladen. Da müssen Leute drin arbeiten. Oh mein Gott, ich muss das einzeln abgehen. Und gucken, was hier ein Stadtladen ist. Okay. Hier. Oh, das ist ja cool irgendwie. Hat schon was, aber ich würde es jetzt irgendwie gerne eindeutiger haben, wo ich jetzt hier Leute einstellen muss. Und wo nicht. Aber gut, dass wir gucken. Aber ich glaube, ich habe jetzt alle, ne? Ich bin jetzt einmal, glaube ich, durch. Ja, okay. Immerhin und wieder ein paar Stadtläden. Aber es ist ganz cool, muss ich sagen. Also da sind so zwei Gebäude nebeneinander, die gleich aussehen. Das würde ich gerne ändern. Ja, ob es dafür einen Hotkey gibt. Ja, hier, ich nehme ja schon an. Beruhig dich. Aber haben wir jetzt gerade noch nicht. So, der ist Sägewerk. Ach ja, das arbeitet schon. Wozu wollte ich das nochmal haben? Das Sägewerk, damit wir mehr Bretter bekommen. Ja, aber hatten wir irgendwie ein besonderes Ziel? Ich glaube jetzt gerade nicht, ne? Vor allem mehr Bretter zu haben ist gar nicht mal so schlecht. Denn die normalen Steine, die bekommen wir ja auch durch einen Händler rein, theoretisch. Also wenn der Händler weiterhin Bretter verlangt für Steine, ist es ja gut, wenn man einfach ganz viele Bretter einfach nur hat. So, und das hier, das ist Holland. Ja, fein. Ich weiß nicht, warum ich das mit der Stimme gesagt habe. Aber da rieche ich Frikandels und so. Ich selber wohne ja nicht so weit weg von Holland. So ein Lila, da holen wir uns auch gerne mal Frikandeln her. Also im Kurs über die Grenze fahren, Frikandeln holen. Ist geil. Richtig lecker, die Dinger. Aber dann, wir kaufen uns da immer so richtig dicke Boxen. Also man kriegt die natürlich auch hier in Deutschland im Edeka oder sowas voll überteuert in so 8er-Boxen oder so, falls ihr die kennt. Aber da gibt es die einfach in so 30er-Boxen und so insgesamt ist es dann günstiger. Aber dann haust du die Truhe und hast einfach ein halbes Jahr was davon.
Und immer wenn du richtig Bock drauf hast, dann holst du dir sowas. So, den stellen wir jetzt hier hin. Da darfst du stehen bleiben. Mitten auf dem Platz, vor der Taverne. Du kannst, oh, der ist der Türsteher jetzt. Dop, da, dop, da, da. Ist das geil, ey. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssen wir, ich möchte eigentlich Tulpen haben, um das zu schaffen. Und Bevölkerungsstatus erhöhen. Ja, wir brauchen noch einmal Einwohner. 4 Tage. Und dann kriegen wir schon das nächste. Ich glaube, wir haben aber auch sonst alles gebaut, oder? Sowas brauchen wir nicht noch ein zweites Mal. Sägewerk, Steinmetz. Steinbruch haben wir noch nie gebaut. Wo haben wir denn? Ist das hier? Nee, das war kein großer Stein. Wo hatten wir denn großen Stein? Hatten wir nicht irgendwo einen dicken Stein gehabt? Hier hinten. Aber habe ich den nur in der Ferne bisher gesehen. Ja, noch ein Steinbruch vielleicht mehr zu basteln. Steinlager, ist das das? Ja, eigentlich schon. Keine Steinvorkommen. Eisenvorkommen ist das. Oh. Boah, das kriegen wir bestimmt jetzt, oder? Eisenbruch, Kleinstadt, ja, das kriegen wir. Und genau jetzt. Meilenstein erreicht. Super, es wurde ein neuer Bevölkerungsmeilenstein erreicht. Nun können wir uns als Kleinstadt bezeichnen. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 85 Münzen an die Familienkasse. Ich habe das irgendwie noch nicht so ganz verstanden, warum wir den Familien zahlen und nichts bekommen. Also irgendwie funktioniert der Staat da noch anders als bei uns, aber wir haben auf jeden Fall recht viele Sachen. Einmal 300 Münzen, schon mal ein kleiner Vorschuss. Krankenhaus, definitiv brauchen wir. Dort wird sich um kranke Farberlinge gekümmert. Je mehr Arbeiter zugewiesen werden, desto mehr Patienten werden aufgenommen. Okay, Puppentheater. Befreut euer inneres Kind und amüsiert euch mit den Puppen. Größer Hühnerstall. Hat sogar einen eingebauten Wecker. Ja. Wow, okay, der Witz, ey. Der war flach. Schweinestall. Die nächstgelegene verfügbare Schweineherde wird in dieses Gehege platziert. Ja, nice, endlich. Eisensteinbruch. Eisen wird von angrenzenden Eisenvorkommen gesammelt. Sobald das Vorkommen erschöpft ist, verliert es seine Funktion. Und der Schmied rüstet eure Armee mit den besten Waffen aus oder verwendet einfach die hier hergestellten Waren. Nice. Okay, ja, Armee und so haben wir noch gar nicht, aber können wir bestimmt bald basteln. Schmied. Beanspruchen können wir hier einmal. Baut ein Krankenhaus. Das ist unser erstes Ding, dann machen wir das auch. Direkt so, wie die das wollen. Was ist das hier eigentlich? Schlossgebiet. Für Early Access Funktion. Haben wir aber noch nicht. Aber obwohl Schweinestall bin ich heiß drauf. Das braucht 30. Haben wir sogar. Guck mal. Hä, das ist alles? Das ist das, was schlecht macht? Ja, okay, das ist okay. So, weiß ich nicht. Aber das ist das Gebiet. Ich habe das so viel größer vorgestellt. Wie das besetzt. Ja, von den Schweinen, die da reingehören. Ich habe die schon eingefangen, Leute. Merkt ihr es nicht? Willst du trotzdem hier hinsetzen? Schweinchen. Würde ich da bitte verpissen? Komm schon. Ihr werdet danach hier eingesperrt. Aber ich würde es gerne hier hinsetzen. Damit das nicht mehr die Wohnung da betrifft, wäre das toll. Muss ich echt schon sagen. Oder ich platze es hier, ist hier hin. Ja, plom, dann platzieren wir es halt hier hin. Die Schweine gehen da eh nicht weg. Achso, jetzt haben wir ein bisschen den Förster da kaputt gemacht, ne? Ja. Passiert. Der Holzfäller hat wohl noch genug zu tun, hoffe ich. Ich weiß auch gar nicht. Will mit Holzfällerlage gesammelt. Lager. Aber wie kann ich sehen, wie effektiv der gerade arbeitet? So eine, mir fehlt so ein bisschen diese Effektivität wie bei Anno. So those cute winged pigs turned into pork? Huh. Was? Nein, niemals. Die werden doch nicht supportet. Die werden einfach nur eingesperrt. Und dann kommt mal eins dazu und mal eins verschwindet. Und außerdem das geflügelte Schweine. Die sterben nicht. Die geben mir einfach freiwillig Fleisch. Und dass irgendein Tier leiden muss. So fände ich es doch toll. So, ein Hühnerstall. Ist damit. Wenn wir einen richtigen Bauernhof machen, wa? Richtig geil, guck mal. Passt hier noch gut hin. Hier können wir auf jeden Fall noch einen Schweinestall hin machen, falls wir nochmal irgendwie Schweine bekommen, keine Ahnung. Und hier haben wir Hühnerstall, finde ich richtig geil. Mach mal hier, achso, haben wir schon. Haben schon schnell. Bettler, oh, schon wieder, oh Gott. Gerne, ich helfe euch. Wir haben nochmal 50 Gemüse. Die müssten jeden Winter von mir 50 Gemüse und 5 Brot machen. Ich frage mich, wenn ich es
nicht mache, kommen die dann nie wieder? Ist das Problem beseitigt oder kommt da noch ein Bettler? Wir machen es auf jeden Fall. Wir können ja damit 5 Edelmut bekommen. Kostet ein bisschen was für uns, aber es ist okay. Was ist das hier? Ausrüstung. Ach so. Ich habe das Schwert und Schild gar nicht erkannt erst. Okay, wir wollten eigentlich ein Krankenhaus bauen, ne? Aber jetzt haben wir erstmal das hier. So, Krankenhaus. 30 Bretter, 30 Steine, die haben wir. Boah, das bist du groß, Junge. Aber du passt ja hier richtig gut hin. Ist das schön. Hier, genau da. Oder wollen wir es lieber in die Richtung platzieren? Ja, eher in die Richtung, ne? Würde ich sagen. Weil die Stadt wird ja hierhin definitiv größer als die Richtung. Aber will auch alle mitnehmen. So viel es geht. Eigentlich würde ich am liebsten... Ja, eigentlich müsste es hier sogar hin. Eigentlich müssen wir es hier dran klatschen. Damit wir so viel wie dahin, also möglich ist, da hinten links noch mitbekommen. Ja, machen wir so. Ich würde gerne hier ein paar Pflanzen hinsetzen. Wollte ich erst, aber da das hier jetzt das hier noch mitnimmt, ist das besser. Damit auch dieses Stadthaus hier und so weiter ein Krankenhaus bekommt und davon profitieren. Die finden das ja schön, wenn das in der Nähe ist. Dann können wir eher mal hier eine Pflanzenreihe oder sowas zwischenmachen. Also schön neben dem Krankenhaus. Bisschen Natur oder sowas. Also eine Hecke. Naja, Hecke ist irgendwie komisch an der Stelle, glaube ich. Sehe ich das, glaube ich, eher. Nochmal zwei neue Leute. Wie viel können wir noch reinholen? 6? Wir brauchen ja langsam das nächste Ding, wa? Müssen, glaube ich, langsam mal sparen. Und das nächste Gehöft hier planen. Sich ein bisschen grimed. Baus mit Magus. Hier haben wir keinen Brunnen. Und noch keinen anderen Kram. Das wäre bitter. Ach so, wir haben noch nicht genug Platz. Stimmt, da war was. Wie ist das eigentlich? Das ist eigentlich schlecht, ne? Fällt mir gerade auf. Es ist eigentlich voll scheiße, so. Es funktioniert gar nicht, wie ich das vorgestellt habe. Weil wenn ich hier lang Sachen lang mache, dann haben die alle gar keinen Zugang zur Straße. Und die brauchen das ja. Oder? Nee, warte mal. Der Stadtlader und die Dinger funktionieren ja auch ohne. Komischerweise. Ich will mir überlegen, ob ich es so mache. Oh, ist das denn? Jetzt sieht richtig hässlich aus. So. Der ist auf jeden Fall richtig doof da an der Stelle. Der ist cool. Wie viel können wir noch? Wir können noch 4. Okay, der ist wieder kacke. Da können wir eher einen Stadtladen hinmachen. So, glaube ich. Aber das hier zum Beispiel, der Eingang hier ist doch, der Eingang ist auch doof. Und das hier geht ja gar nicht, ah nee, warte mal, das ist auch doof. Okay, Dinge passieren. Müssen das am liebsten, ich würde es am liebsten selbst komplett setzen, glaube ich, das Teil hier. Aber wir dürfen gerade nicht. Obwohl doch, wenn ich Fundament setze, dann kommt das. Moment, dann lass uns das mal machen. Machen wir jetzt einmal das komplette Ding selber. Obwohl, dürfen wir doch nicht. Brauchen ein Fundament. Mist. Okay, Moment, dann mache ich kurz einen Cut. Oh, looks like her fabling has gotten sick. Surely there is some sort of building that can help the poor thing. Da ist jemand krank geworden. Okay, irgendjemand ist krank geworden und ich weiß nicht, wir haben jetzt gerade ein Krankenhaus bekommen. Krankenhaus und Krankheit. Krankenhäuser behandeln kranke Farberlinge. Wenn kranke Farberlinge nicht behandelt werden, können sie sterben. Je mehr Ärzte im Krankenhaus arbeiten, desto mehr Patienten können sie behandelt werden. Ja, das wissen wir schon. Aber wir können da gerne alle 3 reinsetzen. Da müssen auch Bürger rein. Ja, schön. Da haben wir nicht mal Arbeit für die. Ich bin jetzt mittlerweile so weit. Ich habe hier einen Brunnen hingesetzt, hier eine Straße und jetzt so ein paar Sachen hier weg. Und jetzt müssen wir das auf jeden Fall nochmal neu machen. Hier gehört auf jeden Fall eine Wohnung hin. Dann können wir... Nee, das will ich auch nicht hier. Die Eingänge sind gut gesetzt. Dann machen wir hier mal 2 Läden einfach mal nebeneinander. Hier nach innen. Da nach außen das Haus.
Jetzt können wir noch ein Haus mehr setzen. Das machen wir wieder drin. Und können das eigentlich auch... Machen wir es hier in der Ecke oder eher so? Ich glaube hier. Da will ich es hinhaben. Haben wir wieder so ein bisschen was, was reinguckt. Das macht das ein bisschen schöner hier, den Innenhof. Macht ihn nicht so leer. Und dann können wir hier schön Fußball spielen. Perfekt. Ja, ich glaube, so bin ich zufrieden. So ist das schön. Hier hatte ich ja vorher so eine Hecke. Die habe ich weggezogen, damit wir hier eine Straße lang ziehen können. Aber das ist ganz cool. So, und das Krankenhaus haben wir uns auch noch gar nicht angeguckt. Sieht eher aus wie eine kleine, weiß ich nicht. Bisschen wie eine Kirche, ne, mit dem Turm. Finde ich aber ganz hübsch. Finde ich aber ganz hübsch, muss ich sagen. Und hier ganz gerne irgendwie so ein Garten lang, oder? Bei so einem Krankenhaus sehe ich das. Oder wollen wir es hier nebenpacken? Aber eher so in die Richtung. Eher so hier den Garten. Mal gucken.